Liebe Freunde, wenn ich jetzt unseren früheren Ministerpräsidenten Erwin Schäuble begrüßen darf, dann wissen wir und erinnern uns, dass für ihn, das war unsere Wertschätzung an ihm, dass er Leben, sein Leben und sein Regieren, das war authentisch. Und er hat das Land und die Regierung nach der Verfassung, gemäß der Verfassung in Verantwortung vor Gott gesehen. Das war sein Amtsverständnis. Und er hat nach dem christlichen Menschenbild das Gemeinwesen, unser Gemeinwesen, nicht nur hier in Stuttgart, sondern landesweit die vielen Gemeinwesen im Auge gehabt. Das war für ihn wichtig, das ist die Grundlage seines Regierens und seines politischen Gestaltens gewesen. Deshalb bin ich sehr dankbar und fröhlich darüber, dass wir Herrn Teufel heute zu Gast haben. Herr Teufel, Sie haben das Wort. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Stuttgart und aus dem ganzen Land Baden-Württemberg. Lieber Herr Licht, Herr Pfarrer Beutle, Herr Vorstandsvorsitzender Grube, Herr Oberbürgermeister Schuster, Frau Minister Tanja Gönner, Herr Landtagsvizepräsident Drexler, Frau Landtagsvizepräsidentin Christa Voss-Schulte und meine verehrten Abgeordneten aus dem Bundestag und dem Landtag von Baden-Württemberg, besonders auch Herr Fraktionsvorsitzender Rüke. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich grüßen. Mit Ihnen allen verbindet mich, dass unsere erste Priorität Nummer eins ist, dass wir dieses Land Baden-Württemberg an der Spitze der wirtschaftlichen Entwicklung halten. Dass wir die Wirtschaft unterstützen in der Schaffung von Arbeitsplätzen und von Ausbildungsplätzen und Zukunftschancen für die junge Generation. Dafür sind vor allem zwei Fundamente notwendig. Erstens Schule, Hochschule, Forschung. Und zweitens eine leistungsfähige, zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg. Beim ersten sind wir an der Spitze in der Bundesrepublik und in der ersten Gruppe im europäischen Bereich. Beim zweiten haben wir Erfolge und noch große Mängel. Und wir brauchen eine Verbesserung unserer Straßeninfrastruktur. Wir brauchen eine Verbesserung der Schiene. Wir brauchen und brauchten dringend die Verlängerung der Start- und Landebahn auf dem Flughafen und wir setzen auch auf die Flüsse in unserem Land, die schiffbar sind. Im 19. Jahrhundert begann die Industrialisierung in Baden-Württemberg. Damals wurden Schienen gebaut, es wurden Verkehrsadern auf der Schiene gebaut, es wurden Bahnhöfe und Verknüpfungen gebaut. Und heute noch können Sie feststellen, wo die Schiene gebaut worden ist, dort hat sich Industrialisierung vollzogen und Städte sind zurückgefallen, die nicht angeschlossen worden sind an die Bahn. Das war eine großartige Leistung im 19. Jahrhundert, eine technische Spitzenleistung der Alpaufstieg bei Geislingen, eine mutige Entscheidung, den Bahnhof in Stuttgart zu verlegen. Die waren weiter als wir heute sind. Nur heute schlagen wir nicht mehr die Schlachten des 19. Jahrhunderts, sondern heute müssen wir die Verkehrsinfrastruktur des 21. Jahrhunderts schaffen.
Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Meine Damen und Herren, nun möchte ich Ihnen gerne sagen, was mich von Stuttgart 21 überzeugt hat. Und wenn Sie dies nachvollziehen, wäre ich Ihnen für Ihre Zustimmung dankbar und dafür, dass Sie viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger überzeugen mit Argumenten. Was war die Ausgangslage? Die Deutsche Bahn wollte nicht mehr mit den ICE-Zügen in den Stuttgarter Hauptbahnhof fahren, sondern sie wollte einen neuen Bahnhof in Cannstatt bauen und dann die ICE-Strecke durch das Neckartal bis Blochingen und herüber nach Wendlingen führen. Man muss sich dann mal vorstellen, wie viele Stuttgarter auf die Straße gegangen wären gegen eine Zerstörung des Rosensteinparkes, wie viele auf die Straße gegangen wären, wenn die belastetste Landschaft in Baden-Württemberg, nämlich das Neckartal zwischen Cannstatt und Esslingen und Blochingen, mit neuen Verkehrslinien, mit neuen Schienen belastet worden wäre. Wie viele hier in Stuttgart zu Recht auf die Straße gegangen wären, wenn aus dem Hauptbahnhof Stuttgart ein Regionalbahnhof für Regionalzüge geworden wäre. Das war doch kein Zukunftskonzept, so wenig wie es ein Zukunftskonzept war, dass die Bahn den zweitgrößten ICE-Knoten in Deutschland, nämlich den Bahnhof in Mannheim, aufgeben wollte und einen Bahnhof auf der grünen Wiese zwischen Heidelberg und Mannheim bauen wollte. So wenig wie es ein Zukunftskonzept war, dass Ulm umfahren werden sollte und nicht mehr der Hauptbahnhof Ulm angefahren werden sollte mit ICE-Zügen. Gemeinsam Mannheim, Stuttgart, Ulm, Landesregierung und Landtag haben wir uns gegen diese Entwicklung gestemmt. Und dann kam der neue Vorstandsvorsitzende der Bahn, Herr Dürr, ein Stuttgarter, der unsere Verhältnisse kennt, und hat uns vorgeschlagen. Er hat gesagt, ich kann auf die Hälfte der Schienen verzichten, statt 16, 8 Gleise, wenn wir einen Durchgangsbahnhof bauen in Stuttgart. Und wir können ihn unter die Erde legen. Und wir können unter der Erde im Tunnel auf die Höhe fahren beim Flughafen in Stuttgart. Ja, meine, ich finde das hochinteressant, dass dagegen andemonstriert wird. Ich möchte Ihnen sagen, bei allen großen Projekten vorher, hat man immer gesagt, Tunnel. Das war die Generallinie der Grünen. Jetzt wird ein Tunnel gebaut, jetzt ist auch nicht recht. Jetzt ist man auch gegen den Tunnel. Meine Damen und Herren, uns hat zweitens überzeugt, dass in Stuttgart sind ja nicht nur 24 Gleise, sind 30, 40 Gleise. Das ist ja nun wahrlich nicht das schönste Stück Stuttgarts, dass in dieser Stadt, mitten im Herzen der Stadt, 100 Hektar für städtebauliche Zukunftsgestaltung frei werden. Ich finde das eine Jahrhundertchance für die Stadt Stuttgart. Gibt es keine so günstige Situation wie bei uns, dass wir einen Flughafen
eine Messe und einen ICE-Bahnhof fußläufig miteinander verbinden. Viertens, Baden-Württemberg darf nicht abgehängt werden, sondern muss an die großen nationalen und europäischen Verkehrsadern angeschlossen werden. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dies ist eine reale Gefahr. Warum? Man kann von Berlin aus nach München an Baden-Württemberg vorbeifahren über Nürnberg, Würzburg, Ingolstadt. Man kann von Hamburg aus an Baden-Württemberg vorbeifahren über Nürnberg, Würzburg, Ingolstadt. Wir aber wollen, dass man nicht an Baden-Württemberg vorbeifährt, sondern dass man von Berlin und Hamburg über Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, Ulm fährt. Und jetzt will ich Ihnen sagen, vor 15 Jahren war die Planung dieser ICE-Strecke von Würzburg über Nürnberg, Ingolstadt nach München gleich weit wie die Planung hier in Stuttgart und die Strecke von Stuttgart nach Ulm und München. Gleich weit. Aber die andere Strecke wird im Augenblick von ICE-Zügen befahren und wir sind keinen Schritt weiter. Und deswegen ist es höchste Eisenbahn für Stuttgart 21 und Stuttgart 5. Nur an die europäische Verkehrsmagistrale von Paris über Straßburg und Stuttgart-Ulm über Salzburg nach Wien und Osteuropa angeschlossen, sondern 40% des Regionalverkehrs in Baden-Württemberg werden durch Stuttgart 21 entscheidend verbessert. Herr Grube hat es vorher geschildert, von Tübingen her, von Reutlingen her, die Strecke von Tuttlingen, von Horb her nach Stuttgart. Deswegen muss dieses Projekt eigentlich Baden-Württemberg 21 heißen, nicht nur Stuttgart 21. Und lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, ich komme im Land herum Tag für Tag. Es ist eine großartige Solidarisierung mit unserer Landeshauptstadt im Land Baden-Württemberg und dass heute so viele aus der Region und weit über die Region hinaus hier sind, ist eine großartige Solidarität mit unserer Landeshauptstadt. Sie ist aber auch berechtigt, denn vom mittleren Neckarraum lebt entscheidend auch das ganze Land Baden-Württemberg. Jawohl.